So Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. Es ist Super letztes Mario Mal, Bros. Letztes Mal bei Dragon Ball Z. Welt 8-1. Dieses Mal vermutlich Welt 8-1. Ja. Das ist ja fast schon eine Folge von Dragon Ball Z. Wo vier Parts für ein Level. Ja gut, weißt du eigentlich, warum die damals so lang waren? Also diese Sachen? Wahrscheinlich, damit sie nicht den Manga überholen. Richtig, die haben den Manga nämlich ziemlich knapp eingeholt. Und weil sie keine ganzen Filler-Folgen machen wollten, haben sie dann einfach die Folgen ein bisschen gestreckt. Deswegen wurde dann ja Dragon Ball Z Kai gemacht. Das ja, ja im Prinzip Z ist dann bloß ohne Filler. Ja. Und es hat die ganze Viewing-Experience um einiges verbessert, finde ich. Echt, also die Experience hin oder her, dass Tommy Morgenstern nicht mehr den Goku spricht, hat es für mich ja, gut das gemacht. Das ist was anderes. Ich meine, natürlich Synchronsprecher zu verlieren ist immer blöd. Ja, aber ich verstehe auch, warum er es nicht mehr gemacht hat. Aber, ups, aber ja, was die Staffelung der Episoden angeht, fand ich das doch deutlich angenehmer. Ja gut, das ist klar. Weil du hast halt keine fünf Folgen, die nur gelabert wird. Ja, das stimmt. Obwohl ich auch sagen muss, stellenweise wurden gute Sachen reingebaut. Ja, es war halt trotzdem zu 99% nur stumpfes Gelabere. Ja, das stimmt. Und die 1%, die haben den Braten auch nicht wieder fett gemacht. Ja, aber och, irgendwie, du, es gibt dann auch Momente. Mistvieh, du dreckiges, stinkendes Mistvieh. Es gibt dann auch Momente, die, ich weiß nicht, die würden mir, glaube ich, fehlen, wenn ich es jetzt nochmal angucken würde. Ob es jetzt diese verharmlosten, sehr, sehr merkwürdigen Beleidigungen sind, die es da früher gab, oder ob es dann irgendwelche Dialoge sind, oder das Verhalten von Vegetto gegenüber Buu, das ja auch im Prinzip nur durch Filler dadurch noch epischer geworden ist. Ah, ich weiß nicht, aber ansonsten, ich bin ja großer Dragon Ball Fan. Ich habe ja auch so ziemlich jedes Dragon Ball Spiel gespielt. Und ja. Daher lässt sich das halt für mich ein bisschen schwer sagen. Aber ja, an sich für Leute, die es halt überhaupt nicht kennen von früher, ist halt keine eindeutig die bessere Alternative. Ja, das hat so ein bisschen die Nostalgiebrille, die da noch so auf der Nase sitzt. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal bei einem anderen Anime, wenn ich jetzt mit One Piece anfangen würde. Die Filler-Arcs und gerade die alten Filler-Arcs sind ja wirklich Meilensteine der Filler. Weil sie Beispiele dafür sind, dass Filler nicht immer verdammt schlecht sein müssen. Ja, Detective Conan ist das Gegenteil-Beispiel. Man merkt halt, dass die Autoren der Animes von Detective Conan bei weitem nicht so genial sind wie der des Mangas. Ja. Und deswegen, ohne dass man überhaupt weiß, dass eine Folge Filler ist, merkt man es einfach, wenn man sie guckt. Weil die Fälle sind nicht so genial. Die Charakterisierung ist manchmal so ein bisschen, ja, sagen wir, seltsam. Und generell diese ganzen Tricks immer, das ist ja das, wofür ich Detective Conan feiere. Diese ganzen Whoopi Goldberg-mäßigen Mordmethoden, dieser Ruby Goldberg, genau so heißen die, mäßigen Mordmethoden, die da teilweise von den Tätern erdacht werden. Das ist ja teilweise schon echt so, uff. Wie kommt man auf sowas? Und die sind in den Filler-Episoden halt bei weitem nicht so ausgeklügelt wie in den Episoden, die halt direkt vom Manga übernommen wurden. Ja, das. Also wie gesagt, also bei One Piece, da sind ja wirklich früher Beispiele gewesen, wo man sich teilweise noch überlegt hat, sind die jetzt wirklich Filler oder? Ja, das stimmt, ja. Aber es geht ja sogar so weit, dass der Autor des Mangas offiziell gesagt hat, die Filler-Episoden gehören nicht zum Kanon der Serie hinzu. Also ja. Im Grunde, bei Detective Conan gibt es immer so ein paar Folgen, die tatsächlich passiert sind und ein paar Folgen, die eigentlich gar nicht real sind. Ja. Und jetzt gibt es so teilweise wirklich Charaktere, also in den neueren Episoden, in den japanischen, gibt es Charaktere,
da weißt du, wenn die auftauchen, ist es eine Filler-Episode, weil die tauchen nicht im Manga auf, die werden nicht in Manga übernommen und deswegen kommen sie auch nicht in den Manga-Episoden vor. Ja, das ist interessant. Genauso ist es mit den Filmen, wobei die Filme sogar recht gut sind. Die Detektiv Conan-Filme sind auch gut, auch wenn die auch als Nicht-Kanon beschrieben wurden. Aber da haben sie tatsächlich einen Charakter erschaffen, den der Manga-Autor dann tatsächlich in den Manga und damit auch in die Serie übernommen hat. Also wen auch immer sie da anheuern, um für die Filme zu schreiben, der kann das um einiges besser als die Fillers für den Anime schreiben. Ja, aber ich würde auch die guten Filler, ich glaube, ich würde das jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich alle Filler einfach überspringen. Detektiv Conan? Also insgesamt, also Detektiv Conan, ja. Und wie ist, gut, Detektiv Conan wäre man wahrscheinlich recht schnell durch. Ja, was heißt recht schnell durch? Ich meine, mittlerweile gibt es ja genug Episoden, die auch direkt vom Manga kommen. Ja, das stimmt. Selbst wenn man da nur alle Manga-Episoden guckt, da guckt man auch schon so seine Woche. Und das ist auch nur, wenn man wirklich den ganzen Tag nichts anderes macht, als Detektiv Conan zu gucken. Ja. Aber ist ja bei Naruto auch ähnlich. Also, wenn du das da stimmt, jetzt anfängst, Naruto ist da auch so ein Beispiel. Da haben sie ja auch irgendwie 66% Filler geschafft und das ist eigentlich kein Ziel, das man sich als Serie stecken sollte. Nee, nicht wirklich. Vor allen Dingen, Naruto ist ja wirklich so ein Beispiel, wo ich sage, sinnloses Fillern. Oder besser gesagt, nicht sinnlos, sondern ausschlachtendes Fillern. Weil sie da ja tatsächlich mit dem Fillern nochmal extrem angefangen haben, über Monate hinweg, nachdem der Manga fertig war. Ja, das stimmt, ja. Da haben sie sich ein paar Freiheiten genommen, die sie sich wirklich nicht hätten nehmen dürfen. Und man hat dann wirklich den Qualitätsabfall bemerkt. Das war ab der Stelle kein Qualitätsabfall, das war Serienabfall. Ja. So kann man es nennen. Ich meine, der Manga hatte, das war ein zufriedenstellendes Ende. Wieso muss man dann noch etwas am Ende dazu klatschen? Das verstehe ich nicht. Nicht nur, dass sie am Ende noch was dazu geklatscht haben. Sie haben ja erstmal angefangen, das Ende überhaupt nicht zu machen. Der Manga war zu Ende und ab dem Moment haben sie ja erstmal irgendwie über 5 Monate Filler gebracht. Ja. Dann haben sie irgendwie 3 Folgen gebracht, dann haben sie wieder Filler gemacht. Ja, das meine ich ja, warum bringen sie die Serie nicht einfach zu Ende? Warum klatschen sie noch irgendwelchen Kram rein, der eigentlich nichts damit zu tun hat? Und dann haben sie ja wirklich gewartet, bis der neue Manga kam, um den alten fertig zu machen. In der Zwischenzeit kamen schon Spiele raus, die Geschichte zu Ende erzählt haben. ich habe hier im Let's Play die Geschichte beendet, bevor sie als Anime rauskam. Och, ich hasse diesen Lucky Two einfach. Ich hasse ihn so ab und tief, so sehr. Also ich finde, man sollte wissen, wann Schluss ist. Und das bewundere ich ja bei so manch einer... Okay, das war jetzt doof. Bei so manch einer Serie, die dann wirklich zwar bestellt war, aber gesagt hat, nee, jetzt ist irgendwo mal gut. Ja. Zum Beispiel Hör mal, wer da hämmert, war ja so eine Sache. Ist ja eine geniale Serie und tatsächlich wurde ja nach der letzten Staffel wurde ja vom Sender noch eine bestellt. Bloß, Nee, mach mal nicht, ne? Nee, die haben gesagt, wir haben alle Geschichten erzählt, von denen wir glauben, dass wir sie erzählen wollen. Jetzt gibt's für uns nichts mehr zu erzählen und damit ist die Serie vorbei. Ja. So ein anderes Beispiel, wo viele sagen werden, das ist ein gutes Beispiel von Filler, wo man aber dann rückblickend sagt, eigentlich nicht, ist Yu-Gi-Oh! Weil die gesamte Orikalkos-Staffel war ja im Grunde einfach Filler. Ja, von der gibt's nichts im Manga. Und von dieser virtuellen Geschichte, diese virtuelle Welt da mit Gosaburo Kaiba, das ist ja auch Filler. Also ja, aber da muss ich wirklich sagen, ich fand das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ja, im Manga gab's ja nur Königreich der Duellanten, Battle City und dann ging's weiter mit der Millennium-Geschichte in Dingens, in Ägypten. Ja. Und, die Staffeln, also wenn ich jetzt zurückdenke, damals als Kind fand ich auch, die sind nicht schlecht. Aber wenn man mal wirklich zurückschaut, als jemand, der die Serie seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen hat,
und ein bisschen älter ist und nicht mehr so wirklich, sagen wir mal, einfach beeindruckbar ist. Wenn man mal wirklich überlegt, war erstmal diese ganze Virtual World Geschichte etwas, ja, sie war in Ordnung, aber ich fand sie jetzt nicht so super. Damals habe ich die gefeiert, aber mittlerweile denke ich mir, das ist einfach im Grunde sehr viel... Oh, ich habe es geschafft, hier zu sterben. Wow. Sehr, sehr viel belangloser Kram und auch ein paar ziemlich absurde Dinge. Ja gut, ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich kaum noch dran. Ich weiß noch, es gab diese komischen Deckmaster, aber ansonsten weiß ich nichts mehr. Das war halt die Staffel mit Noah. Ja, ich weiß. Und am Ende, aus irgendeinem Grund, das kapiere ich mittlerweile gar nicht mehr. Damals hat das voll Sinn gemacht, aber aus irgendeinem Grund, Noah, nachdem er den ganzen Leuten ihre Seelen geklaut hat, nachdem er kurz davor war, mit dem Körper von Mokuba abzuhauen, denkt er sich, nee, jetzt bin ich plötzlich ein Guter. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, böse zu sein. Jetzt bin ich ein Guter. Und dann ist er ein Guter. Und warum? Verstehe ich nicht. Der hatte keine Motivation dazu. Der hatte doch genau das, was er wollte. Die ganze Zeit. Und davor hat er auch gar keine Anstalten gemacht, irgendwie zu sagen, Gewissensbiss oder sowas. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, was ich bei Yu-Gi-Oh! Empfehlen kann, guckt euch Staffel 0 an. Staffel 0 ist super, ja. Staffel 0 ist deutlich besser als das, als im Prinzip alles, was danach kommt, finde ich. Ja. Und dann die Orichalkos-Geschichte. Orichalkos war damals eine meiner Lieblingsstaffeln tatsächlich. Hat mir super gefallen. Aber so im Nachhinein denkt man sich, das ist schon irgendwie absurd, was da passiert. Ja gut, dass es absurd ist, das ist klar. Ich erinnere mich, ja, noch absurder als der Rest von Yu-Gi-Oh!, meine ich. Ja. Also man mag sich an diesen einen Spielzug erinnern, in einem Duell gegen Darts, wo ein Monster mit unendlich Angriffspunkten gegen ein Monster mit unendlich plus 1000 Angriffspunkten verliert. Ja. Oder doppelt unendlich Angriffspunkten. Ich hab's ja letzten oder vorletzten Part gesagt, ich mach grad Mathe und da geht's um Unendlichkeiten und ich kann euch sagen, mathematisch ergibt das keinen Sinn. Ja, das ergibt sowas von absolut keinen Sinn. Und dann, hier. Was war da noch? Genau, diese ganze Mai-Geschichte, wo Mai plötzlich böse wird. Nur, das ist auch absolut kein Grund, dass sie überhaupt böse wird. Ihr meint so, ja, ihr nehmt mich nicht voll als Freundin. Ich war eigentlich immer nur so ein Anhängsel eurer Gruppe. Das war sie doch schon immer und die hat sich sonst auch nie beschwert. Warum hat sie plötzlich ein Problem damit? Die wollte doch nie was mit denen zu tun haben. Das stimmt. Und dann halt diese ganze große Leviathan-Geschichte, wo Monster in die Welt gesetzt werden. Also man muss einfach mal durchgucken, wie viele Plotholes gibt's in der Orichalkos-Staffel. Und am Ende hat man nicht mehr genug Hände, um das alles abzuzählen. Ja. Selbst wenn man sich noch ein paar Hände zur Hilfe nimmt von anderen Leuten. Aber da finde ich ja wirklich, da ist ja die Zensur so ein bisschen meine Liebste. Weil ich die Zensur einfach so lustig finde, obwohl... Amerikanische Zensur bei Pokémon ist auch gut. Ein Kumpel von mir hält mir da immer vor, die Szene, wo Rocco so Reisbällchen auspackt und dann sagt, Yum, Jelly-filled Donuts. That's my favorite. Ja, Reisbällchen. Das sind Donuts. Das erinnert mich an Ace Attorney. Da haben sie ja auch immer, wenn Maya von Reisbällchen geredet haben die das in der englischen Fassung mit Hamburger übersetzt. Ja, das ist nämlich auch bei Yu-Gi-Oh! Ist das auch super. Also, wenn ihr wollt, guckt euch das mal an. Also, mal abgesehen davon, dass Pistolen zu Fingern ummodelliert wurden. Nee, die wurden nicht mal ummodelliert. Die Pistolen wurden einfach entfernt. Ja, okay. Und dann haben sie die Hände aber genau so nachgezeichnet, als würden sie eine Pistole halten. Was hatten sie sonst noch? Reich der Schatten. Reich der Schatten gab es in der japanischen Ausgabe auch nicht. Wenn du da ein Duell verloren hast, warst du tot. Ist gestorben. Und dann war deine Seele halt in der Hölle oder so. Aber eigentlich bist du tot. Und in der englischen bzw. in der internationalen Fassung, in der 4Kids-Fassung, wurde dann das Recht der Schatten draus gemacht. Was dann in dem einen Duell gegen Arcana in Battle City, gegen diesen Magier, wirklich komplett absurd wurde. Ja. Weil da gab es ja dieses eine Duell, wo die sich, wo so zwei Kreissägen an der Arena platziert waren. Und wenn man auf 0 kommt, dann kommen halt die Kreissägen.
Und in der 4Kids-Fassung waren es ja Dark Energy Discs. Echt? Dunkle Energie. Ja, dunkle Energiesäge. Aber im Deutschen haben die das auch als Kreissägen gelassen, da erinnere ich mich noch dran. Haben sie, aber trotzdem im Bild waren die so blau leuchtend unterlegt. Okay. Als würden die halt so, ja, magisch, mystisch sein. Und wenn die dich, wenn die deine Beine berühren, dann wird deine Seele ins Reich der Schatten gesendet. In der japanischen Fassung, wenn die deine Beine berühren, sind die Beine ab. Dann verblutest du halt einfach. Oh Mist, den habe ich vergessen. Aber da haben sie auch wirklich schön viele Schriften entfernt. Das ist ja eh das Beste. Ich weiß nicht, hast du den? Da gibt es sehr viel. Da gibt es ganze Plakate, wo sie einfach die Schrift entfernt haben. Ach so, stimmt, ja. Anstatt dass sie da was hinschreiben, haben sie einfach die japanischen Schriftzeichen entfernt. Teilweise haben sie auch einfach statt die Schriftzeichen anständig zu entfernen, haben sie einfach durch was anderes ersetzt. Ja, stimmt. Wir nehmen einen Brief, den Mai geschrieben hat. Ja. Wo es im Grunde einfach so aussah, als hätte die so einen Lippenstift genommen und den auf einen und ihn auf einem nassen Blatt Papier geschwungen. Ja, einfach. Im Japanischen steht da wirklich drauf, da haben sie sich die Mühe gemacht, auf den Brief was drauf zu schreiben. Und in der Zensurversion einfach bloß so gekritzelt. Und zwar komplett verwaschen. Oh, ich muss mich besser konzentrieren auf diesen blöden Level. Das haben sie echt total verkackt. Und da haben sie auch Sachen, wo Black Crown dran stand. Mhm. Statt Clown. Haben sie einfach komplett die Schrift rausgemacht. Ja. Das R muss doch... Das R, das kann doch nicht passen. Da muss doch ein L hin. Ah, machen wir einfach komplett raus. Ja, ich weiß nicht, warum sie die Karten so verändert haben. Das weiß ich auch nicht. In der amerikanischen Fassung ist es ja so, du hast nur das Bild... Und unten drunter halt Angriff und Verteidigungspunkte. Ja. In der japanischen Fassung haben sie tatsächlich auch die Karten, genau die Kartenbilder, so wie Yu-Gi-Oh! Karten halt aussehen, die man sich im Handel kaufen kann. Ja. Und da denke ich mir, also, wenn man schon die Karten komplett ersetzt, warum nimmt man nicht denn einfach die richtigen Karten? Aber mein Liebling ist ja Games Corporation. Ach ja. Ersetzt durch Kay. Ah, ich meine, macht Sinn. Ich kenne auch sehr viele Firmen, die statt einem vollständigen Namen einfach nur einen Buchstaben einsetzen. Ja, natürlich. Zum Beispiel... Richtig. Wer macht das denn? Ich würde meinen Kanal auch nicht W nennen. Bist du dir sicher? Ziemlich. Ich springe lieber in den Abgrund, als meinen Kanal W zu nennen. So. Nenn ihn nur einfach WBLP. Ja. Aber ich muss sagen, manche Karten, die sie umdesignt haben, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, die haben halt bei den Harpien haben sie die Nippel entfernt. Ja gut, das... Also, was heißt die Nippel? Ich meine jetzt eher sowas wie die... Oh, jetzt haben wir einen Lag. Oh, oh. Ah, wie die neue Fusionskarte oder die neue Gehirnwäschekarte, die fand ich eigentlich ganz cool. Oh nein! Ja stimmt, manche Karten umdesignen, die wurden dann ja halt auch ins Spiel übernommen. Also ja. Ins richtige Spiel. Außer Fusion. Fusion war im Spiel immer noch dieser Vortex. Polymerisierung. Ich weiß auch nicht, warum sie die Karten so benannt haben. Ich habe keine Ahnung. Was ist an Monster... Was ist an Wiedergeburt so schlimm? Warum muss man das Monster-Reanimation nennen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... Die haben ja auch irgendwelche religiösen Symbole einfach rausgemacht. Vielleicht wollten sie einfach rausstreichen, dass es die Wiedergeburt gibt. Kaiba ans Kreuz gekettet, haben sie einen Stein draus gemacht. Ja. Beziehungsweise es war ja nicht mal ein vollständiges Kreuz, es war einfach nur ein T. Aber man Oder kann bei es Exodia. Ja als Kreuz sehen. Bei Exodia haben sie das Pentagramm einfach mal zu einem Davidstern gemacht. Ich weiß nicht, wo der ob es wirklich so viel besser ist. Ja, ich weiß auch. Ich meine, es ist immer noch ein religiöses Zeichen. Ich meine, auch bei diesen Dungeon Dice Monsters, finde ich, ist auch ein sehr schönes Spiel. Wenn man mal gerade nichts zu tun hat, kann man das mal spielen. Ja. Habe ich auf dem Tabletop. Macht sehr viel Spaß. Da haben sie auch alle Symbole ausgetauscht. Ja, stimmt, haben sie. Alle. Und bei Wiedergeburt in der japanischen Version war das ja ein Ankh. Ja.
dieses ägyptische Zeichen der Wiedergeburt. Und das haben sie dann zu irgendeinem, zu so einem Ding gemacht, wo man eigentlich davon meint, dass Sailor Moon hat sowas, wenn sie sich verwandeln. Ja, das war doch dann so ein Kreuz mit Flügeln. Nee, das war ja nicht mal ein Kreuz mit Flügeln. Das war so ein Stock, wo in der Mitte so ein Kristall ist und da kamen dann Flügel und so Bändchen raus. Das sah halt echt so aus wie so ein Ding, was Sailor Moon hält, wenn sie sich verwandeln will. Ich habe das immer als Kreuz gesehen. Dann hat das für mich zumindest ein bisschen mehr Sinn gemacht. Okay. Ach genau, und der, hier, wie hieß das? Schicksalstafel. Im Japanischen hieß der, im Japanischen hast du D-E-A-T-H buchstabiert. Death. Ja, und im Deutschen amerikanischen fassen. Echt? Ja, im Deutschen hast du auch Death buchstabiert. Ich dachte, da hat man Final buchstabiert. Ach so, stimmt. Ja, F-I-N-A-L. Doch, ja, das wurde... Stimmt doch, das wurde geändert. Ja. Also teilweise echt. Und beim schwarzen Magiermädchen haben sie auch den Rock erst länger gemacht. Ja. Wobei ich das halt nachvollziehen kann. Also das schwarze Magiermädchen ist schon irgendwie so eine Fetischistenkarte. Ja, ist es auch. Das ist ja rein Fanservice. Ach ja, stimmt. Und der schwarze Magier wurde zum dunklen Magier umbenannt. Also im Deutschen hieß er trotzdem noch schwarzer Magier. Im Anime, ja. Im Manga, auf der Karte, nein. Auf der Karte hieß er... Ja, stimmt. Auf der Karte hieß er ja auch dunkler Magier, ja. Aber, ja. Im englischen Anime hieß der dunkler Magier und in Japan hieß er halt auch schwarzer Magier. Weil es halt um schwarze Magie geht. Das finde ich halt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, dunkler Magier, das ist wahrscheinlich nur, weil wir im Deutschen ja auch dunkle Magie dazu sagen. Ja, es nimmt sich jetzt nicht so viel. Es war wahrscheinlich einfach so eine, wir wollen keinen Rassismusvorwurf bekommen. Er ist doch gar nicht schwarz, der schwarze Magier. Ja, richtig, genau deshalb. Obwohl, es wäre wahrscheinlich falsch, egal wie du es machst. Ja. Aber nee, ich habe auch mit Yu-Gi-Oh! Gar nicht mehr so viel am Hut. Ich spiele ab und zu noch mal das Kartenspiel. Ja, ich würde das Kartenspiel auch gerne öfter mal spielen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ich habe mir halt jetzt habe ich ganz vergessen, wie das heißt, Legacy of the Duelist oder so. Ja, das wird ja nicht mehr geupdatet. Ja. Das finde ich so schade, aber es gibt ja jetzt von diesem, was früher Dev Pro und Yu-Gi-Oh! Pro und was weiß ich nicht, was Pro hieß. Da gibt es ja jetzt eine neue Version von. Ja, da gibt es ständig neue Versionen von. Die halten noch ziemlich aktuell mit dem Kartenspiel. Ja, aber Dev Pro wurde ja dann irgendwann dicht gemacht. Ja. Und da gibt es ja jetzt ein neues von. Ja, da gibt's sehr viele davon. Also das ist halt Open Source. Ja, aber da gibt es eins, das anständig funktioniert und ich weiß nicht. Damit kann man mal spielen. Ich habe jetzt auch ein Deck, wovon ich wirklich noch reale Karten habe. Die sind natürlich aus Maßstäben von jetzigen Decks wahrscheinlich total kacke, weil mir Pendel und aller Dreck fehlt, aber ja. Ich fand das Spiel ja immer noch besser, als es diesen ganzen Schmuh noch nicht gab. Ja, das stimmt. Was weiß ich, wie das alles heißt. Synchro, XYZ, Pendel. Also Synchro habe ich mir noch gefallen lassen. Nee, ich nicht. Das war mir auch schon zu bunt. Aber XYZ ist dann halt echt absurd. Ich hab mir auch wenn man sich mal anguckt, wie professionelle Spiele spielen, das ist so, wenn du im Zug 1 keine 5 Monster auf dem Feld hast, hast du verloren. Ja gut, das ist ja mit Pendel dann extremisiert worden. Ja. Also Pendel hat das Ganze ja dann wirklich auf die Spitze getrieben, wo du dann wirklich alles spielen kannst und die Viecher kriegst du nicht tot, weil die immer wieder kommen. Ja. Und da haben sie ja jetzt dem Ganzen ja wieder versucht, so einen Riegel vorzuschieben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit der Feldänderung. Ach, stimmt. Was war das? Ich hab's vergessen. Es gibt jetzt nur noch 2 Plätze für Fusionsmonster oder halt Monster auf dem Ach, genau. Deck. Und ja. Die muss man sich schon mit seinem Gegner teilen, also. Ja. Sind die weg, sind sie weg. Dann gibt's kein Fusionsmonster mehr für dich. Und dann kannst du so viel versuchen, deine Karte rauszulegen, wie du willst, gibt's nicht mehr. Damit haben sie ja im Prinzip nur versucht, ihren Fehler aus der Pendel-Generation, dass man dann
im Prinzip eine unendliche Anzahl von Monstern spielt, die alle mit Exis und Synchro kombiniert und dann am Ende ein Feld voller extrem starker Monster hast, wieder gut zu machen. Und ich finde, es ist ein guter Ansatz, weil das Spiel ist einfach viel zu schnell gewesen. Ja, ich spiele aber auch lieber Goat-Format, klassisch. Genau, Goat-Format. Goat-Format ist das Beste. Shit. Ja, jetzt musst du mit ihm leben, aber da vorne jetzt ist jetzt eh erstmal Feierabend. Ab da verschwindet er eh. Also man muss ihn nicht mal töten, man muss bloß bis dahin kommen. Ja. Jetzt musst du bloß deinen Pilz kriegen. Solange ich diese Nullsumme laufen lasse. Geh weg! So, ich lasse ihn jetzt nochmal schießen. Okay. Och. Ja, und ich hab mein Leben gekriegt. Du hast dein Leben gekriegt, das ist alles gut. Ja, wir müssen, dann müssen wir mal Goat-Format gegeneinander spielen, weil Goat-Format ist auch mein Lieblingsformat. Deswegen spiele ich auch immer diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese alten Power of Chaos-Spiele, wo du gegen Yugi, Joey und Cyber dann halt. Ja, die fand ich richtig super. Das waren meine Lieblingsspiele damals. Ja, Goat-Format können wir mal gegeneinander spielen, kein Problem. Ich habe auch noch Decks, die damit funktionieren. Auch wenn es manche Decks gibt, wie mein Burner-Deck, gegen die aus unerfindlichen Gründen niemand spielen möchte. Burner-Deck schon in jedem Kartenspiel Krebs. Ja, das ist auch richtig Krebs. Dagegen hat man auch keine Chance. Es gibt sehr wenige Decks. Ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich hab in Magic auch ein pur rotes Deck gespielt. Und Leute, die Magic spielen, die werden wissen, rot ist die Farbe der Burn. Ich finde auch, es gibt ja jetzt ein Dragon Ball Super Card Game. Echt? Ja. Im Gegensatz zu den anderen Card Games, muss ich sagen, finde ich das eigentlich echt gut gemacht. Mhm. Bist du mit dem Prinzip von Weiß-Schwarz vertraut? Ach. Ja, so halb, aber ich habe da nie durchgeblickt. Es lehnt sich so ein bisschen an dieses Prinzip an, verändert es aber gleichzeitig auch ein bisschen mit mehr so Angriffs- und Verteidigungswerten, aber mehr so Angriffswerten, die dann halt für beides zählen, und es kombiniert das beides so ein bisschen, inklusive einem, gar wenn man so möchte, Deckmaster, also wenn wir wieder bei Yu-Gi-Oh! Virtual Reality. Mhm. Aber nee, es kombiniert das wirklich zu einem guten Spiel. Weil es halt so im Prinzip funktioniert, du bist der eine Charakter, praktisch dein Deckmaster, und dein Gegner hat im Prinzip die Aufgabe, dir so und so viel Schaden zu machen. Und dein Deckmaster hat halt auch Angriffswerte, und du musst so ein bisschen strategisch gehen, weil jeder hat praktisch einen erwachten Modus, je nachdem wie wenig Leben du hast. Also das Leben wird dann auch in Karten angegeben. Und dann musst du halt gucken, opferst du eher mal Leben oder Karten, um in deinen erwachten Modus zu gehen und dafür mehr Boni zu kassieren. Oder behältst du eher dein Leben zusammen für den Fall, dass dein Gegner nochmal was echt Heftiges rausbringt? Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das macht auch viel Spaß. Ich habe es bis jetzt wenig gespielt, aber das, was ich gespielt habe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also können wir auch mal machen, habe ich auch auf dem Tabletop. Mhm. Also alles, was es an Karten gibt, könnt ihr euch denken, habe ich auf dem Tabletop. Tabletop Simulator. Was Brettspiele angeht, die beste Investition meines Lebens. Oh ja. Aber Yu-Gi-Oh! Sollten wir eher in Yu-Gi-Oh! Pro spielen. Ja, das stimmt. Da habe ich auch keinen Bock, weil vor allen Dingen, ich habe da ja meine ganzen Decks, die ich früher schon in DevPro gemacht habe, die habe ich ja nie gelöscht, ne? Mhm. Ich habe immer schon damals einen Ordner gehabt, in dem ich diese ganzen Deckdateien aufbewahrt habe. Diesen Ordner habe ich dann tatsächlich auch mit auf meinen neuen Computer geschleift, und dann habe ich irgendwann dieses neue Yu-Gi-Oh! Pro installiert und habe mir gedacht, es ist jetzt ein anderes Spiel theoretisch, aber nein! Ich habe die Dateien von damals noch. Geht das, wenn ich die einfach in den Ordner einfüge? Und Leute, lasst mich sagen, es geht. Ja klar geht es, das ist ja alles dieselbe Engine. Ja. Im Grunde ist es nichts anderes. Also Yu-Gi-Oh! Pro kann man sich auch einfach als Basisspiel sozusagen holen. Das ist ja ein Open-Source-Ding. Was die meisten halt machen ist, die laden sich die Source runter, modifizieren sie ein bisschen, machen dann Serverbrowser und alles davor und coden halt die neuen Karten. Das ist ja eine Skriptsprache, Lua, das ist ja sehr einfach erweiterbar. Ja, Lua-Skript. Also, wenn neue Karten hinzukommen, dann programmieren die halt einfach rein. Und damit halten sie sich das Spiel aktuell. Ja, und es funktioniert gut, und ich mag's persönlich auch.
So, wie lange sind wir denn überhaupt im Part? Ich hab das Gefühl, wir haben schon sehr lange gelabert. Ja, ja, schon 30 Minuten, wir sollten mal... Ja, dann mache ich jetzt noch jedes Leben. Ja, und dann ist mal Feierabend. Ja. So. Aber für alle da draußen, Leute, Weiß-Schwarz ist auch ein gutes Kartenspiel, wenn ihr wollt, spielt's mal. Ich hab's nie kapiert, also Vorsicht. Es ist ein Spiel, es ist sehr komplex und es ist auch sehr, sagen wir mal, eigen, was die Kartenspiel-Mechanics und Kartenspielregeln angeht. Ja, ja, also nur weil ihr viele Kartenspiele gespielt habt, erwartet nicht, dass ihr wisst, wie Weiß-Schwarz direkt funktioniert. Aber davon mehr im nächsten Part. Ja, ich hab's persönlich mal gespielt tatsächlich. Aber Kartenspiele mache ich auch sehr viele. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kannst du im nächsten Part davon erzählen dann? Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, mit dem Super Mario Bros. Projekt. Bis dann, tschüss. Tschüss.